Hallo und willkommen zu einer weiteren kurzen Messervorstellung. Heute mit einem Fang, Fang. Also ein Messer, was mich durch eine Vorstellung vom Nico, vom Kanal der Rutschmann schon mal so angeteasert hatte. Gehen wir einfach direkt rein. Ein Messer von Simply the Best, Best Tech Knives. Wer kennt es nicht? Also ich hatte noch nicht so viele Messer von denen in der Hand. Was ich hatte, war durchgehend gut und ich spoiler mal, auch das Messer macht hier, dass es geht, macht hier keine Ausnahme. Made in China. Das heißt schon lange nicht mehr, dass das irgendwie alles Schrott ist. Es geht um das Slasher. Und zwar in der Version mit grünem Mikata und einer Blackwashed Klinge. So möchte ich das mal bezeichnen. Das ist also dieser irgendwie bullig wirkende Stachel. Ja, also wie gesagt, chinesische Produktion, aber auch vorwegnehmend, an dem Modell hier würde ich sagen, ohne Fehl und Tadel. Ja, ein mittelgroßes Taschenmesser. Länge geschlossen 10 cm. Also es ist schon, man hat da schon was in der Hand. Länge geöffnet knapp 18, es sind genau 17,9. Öffnung der Klinge geschieht über diese Daumenpins. Und das geht ziemlich gut. Das Ganze läuft nämlich auf Keramikkugellager. Also wer mit Kugellager kann, kann auch mit diesem Messer. Komischer Satz, aber wahrscheinlich wird das irgendeinen Sinn ergeben. Ja, Daumenpins. Eine 8,2 cm lange Klinge aus D2 Stahl. Ist auch sehr schön. Also der Kontrast hier, der Anschliff unten. Hier oben immer noch ein bisschen verölt. Ich habe da schon mal... Irgendwie ist immer noch ein bisschen was drin im Messer. Ich habe es noch nicht so lang. Vielleicht gibt sich das noch. Ja, Showside mit dem Bestech-Logo. Dafür Backside clean bis auf diese Stahlmarke. Jetzt ist das scharf. D2. Ja, da wenig Überraschung. Ja, eine Reverse-Tanto-Klinge. Dem bin ich ja mitunter ganz zugetan. Das macht so mal einen ganz sportlichen, leicht taktischen Eindruck. Ja, genau. Eine Klingenstärke von 3,2 mm. Das ist schon wieder ein bisschen stärker. Wir haben hier oben ein leichtes Jimping, das jetzt nicht wirklich auffällt, wenn man das Messer an der Hand hat. Die Handlage ist gut, weil auch der Griff ziemlich, ist schon recht voluminös. Kurz, für meine Hand reicht das zu. Andere werden dann wahrscheinlich sagen, das geht eher in Richtung 3-Fingermesser. Nein, wahrscheinlich nicht, aber seid darauf hingewiesen, ein mittelgroßes Taschenmesser. Das sollte man ja schon nochmal sagen. Verriegelung durch ein Axis Lock. Das hat man jetzt immer öfter mal. Und das macht dann auch mal Spaß, wenn es funktioniert. Vor der Kamera immer so eine Sache. Bei mir zumindest hat man da so gewisse motorische Hemmungen. So möchte ich das mal harmonisierend ausdrücken. Ja, Griffmaterial. Mikata, wie angesprochen, hier so ein bisschen ins Grüne. Der Nico hatte, glaube ich, da was Braunes, wenn ich mich recht entsinne. Ist ja gar nicht lange her, weil man hatte schon wieder so viel gesehen in der Zwischenzeit. Und ja, die Hausaufgaben könnte man auch mal ein bisschen besser erledigen. Ich will es mir gerne vornehmen. Genau, also Spielspaß, wenn man es kann, ist auch geboten. Alles bestens. Was auf alle Fälle noch erwähnt werden muss, sind eigentlich zwei Dinge. Na, eigentlich sind es drei Dinge. Das eine ist das Fanggewicht. Das sind nämlich glatte, nachgewogen, 100 Gramm. Ja, also man kriegt da was für seinen Taler. Man hat keine Möglichkeit, hier über eine extra Öffnung ein Lanyard zu befestigen. Ich weiß nicht, ob das bei dem Messer erforderlich ist. Das können wir zur Not auch durch den Clip machen. Das ist Teil 3, ein Deep Pocket Clip, der wirklich auch solide seinen Dienst versieht. Das kann man schon mal so sagen. Genau. Ja. Slasher. Ich finde es gar nicht mal so unclever gewählt. Na, die Zurückhaltung, die ich heute wieder an den Tag lege, ist ja unglaublich. Mit Händen zu greifen. Besser mit Händen gegriffen, als die Kamera vom Sockel geworfen. Ja, also für mich eine schöne Sache. Muss ich sagen, hin und wieder hat man ja so Phasen, da will man dann doch ein bisschen mehr in der Hand haben. Und nicht ganz so die filigranen kleinen Messer. Es ist einfach mal eine andere Konjunktur. Aber wie gesagt, zumindest der Mikata Hyper hat da wieder volle Kanne zugeschlagen.
ich finde es auch, wie gesagt, es wirkt bulliger, als es sich dann am Ende auch ausnimmt. Die Handlage ist wirklich gut. Ja, also eigentlich sind hier wieder alle Highlights beisammen. Ne? Ein angesagter Verschlussmechanismus, ein angesagtes Griffmaterial. Der Preis, so viel sei verraten, ist auch durchaus annehmbar, mitten im Budgetbereich. Da kann man im Prinzip zwischen, je nach Angebotslage, zwischen 40 und 50 Euro kann man dann hier schon mal fündig werden. Und ich denke, das lohnt sich auch. Also was man hier so bekommt, wenn man diese Art Messer schätzt oder der Klingenform was anfangen kann oder was zum Spielen braucht, das kann man schon machen, würde ich sagen. Ja, ich werde den Clip vom Nico nochmal verlinken. Der hat ja auch ganz andere Tests gemacht und vielleicht ein profunderes Urteil gefällt, als ich das jetzt hier so im Kurzgang versucht habe, so im Schwange der Begeisterung. Aber wirklich ein schönes Teil. Das ist doch eine schöne Angelegenheit. Ja, das soll es schon wieder gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dann bis zum nächsten Messer.